Dharma-Praxis ist oft nicht bequem, wie wir wissen. Dinge werden hinterfragt, hoffe ich. Liebe Gewohnheiten werden hoffentlich auch angezweifelt, in Frage gestellt. Die innere Landschaft wird umgekrempelt und das ist oft eine unbequeme Herausforderung. Das Thema von heute Abend, nämlich Bodhicitta, erfüllt all diese Kriterien. Und wenn ihr einfach mal zuhören wollt, ohne gleich zuzustimmen oder abzulehnen, vielleicht ein bisschen zurückhaltend mit Urteilen, braucht es auch nicht gleich anzuwenden. Es ist ein enormes, riesiges Thema, ein komplexes Praxisfeld. Und eine Stunde ist viel zu kurz, um nur halbwegs umfassend darüber zu sprechen, darauf eingehen zu können. Und vielleicht ist dieser Vortrag schon viel zu lang. Worum es geht, ist die Motivation, die wir hier jetzt in diesem Kurs ab und zu immer wieder mal zu klären versucht haben. Es geht hier um die dritte Art der Motivation, um die Praxis, die Motivation zur Praxis zum Wohle aller Lebewesen. Shantideva, der indische Poet und Bodhisattva des 8. Jahrhunderts, sagt, Bodhicitta ist die beste Medizin zur Heilung der Krankheit dieser Welt. Sie ist wie ein Baum, der alle Wesen schützt, die erschöpft umherirren auf den Pfaden dieses bedingten Seins. Definition: Bodhicitta ist die innere Haltung eines Bodhisattvas, das heißt eines Lebewesens, das sich über unzählige Leben hin zur vollständigen Erleuchtung zur Buddhaschaft hin entwickelt und entfaltet, um bestmöglich zum Wohle aller Lebewesen wirken zu können. Das ist eine unserer westlichen Denk- und Lebensart schon etwas fremde Vorstellung wahrscheinlich, vielleicht schon fast jenseits oder zumindest übertrieben. Im buddhistischen Verständnis spiritueller Entwicklung ist dies aber die erstrebenswerteste innere Haltung. Es ist eine Haltung, die auch der Wirklichkeit von abhängigem Entstehen, von gegenseitiger Verwobenheit allen Lebens gerecht wird. Es ist eine Haltung, die sich konsequent für das Wohlergehen allen Lebens, aller Lebewesen einsetzt. Eine Haltung, die durch geschickte Mittel und Methoden geübt und aufgebaut werden kann. Und zur Entwicklung dieser Qualitäten von Liebe, von Mitgefühl, von Bodhicitta gibt es eine Anzahl Methoden, Reflexionen, Nachdenkensart und Weisen, Kontemplationen. So systematische Betrachtungen zum Thema sind Gedankengänge, die mehr oder weniger vorgegeben sind und die wir dann einfach immer wieder nachvollziehen, nachempfinden, vielleicht mit mehr persönlichen Inhalten füllen. In dieser Serie von Überlegungen, von Kontemplationen, sind mindestens zwei davon bei den Verständnis und Akzeptieren von Karma und Wiedergeburt als selbstverständlich vorausgesetzt wird. Es ist halt ganz eine traditionelle Art und Weise, daran zu gehen. Ich werde diese Betrachtungen hier auch so präsentieren. Das mag oder wird wahrscheinlich einigen von uns Zweifel, sogar Widerstand oder Ablehnung hervorrufen. Und ich werde sie auch nur beschreiben, weil sie bedeutsam sind im Gesamtbild dieses Systems. Aber es ist überhaupt nicht unerlässlich, dass wir das selber auch akzeptieren oder auch nur üben, diese spezifischen Zugänge. Noch mehr Vorwort. Die sehr hohen Ideale und Zielsetzungen, die hier präsentiert werden, können bei uns Menschen westlicher Kulturprägung auch Konflikte, Zweifel auslösen. Es
die Frage der Machbarkeit einerseits und dann die ganze Frage der zu hohen Ansprüche und des Leistungszwangs andererseits. Also Warnungen sozusagen. Deshalb ist es auch wichtig, diesen Vorstellungen mit besonderer Behutsamkeit zu begegnen. Sie sollten für uns vorwiegend als Inspiration gesehen werden oder vielleicht als richtungsweisende Vorschläge oder Möglichkeiten. Immer mit dem Ziel einer inneren Wandlung und nicht mit dem Ziel, innerlich neues Konfliktmaterial zu schaffen oder mehr Leiden in uns zu schaffen. Traditionell werden die folgenden Kontemplationen geübt. Ich werde sie mal aufzählen. Ist Gleichwertigkeit von Freunden und Feinden, dann alle Lebewesen als Mutter sehen, dann sich der Güte der Mutter erinnern oder der Eltern, die Güte der Mutter oder der Eltern zurückzahlen, dann Gleichwertigkeit zwischen sich und anderen, dann die Reflexion über die negativen Konsequenzen des Egoismus, dann über die positiven Auswirkungen des Altruismus, dann Austausch von Selbst und Anderen, dann Nehmen und Geben, Tonglen, dann der vorzügliche Wunsch und am Schluss Bodhicitta. Ihr seht, warum der Vortrag vielleicht ein bisschen lang wird. Ich habe die traditionelle Reihenfolge geändert und so gegliedert, dass es für uns ein bisschen besser nachvollziehbar ist. Anfänglich können wir uns für die Praxis und vor allem diese Art der Praxis motivieren, indem wir uns immer wieder die negativen Auswirkungen des Egoismus auf uns selbst und auf andere vergegenwärtigen. Und dann anschließend über die positiven Auswirkungen des Altruismus, also des uneigennützigen Handelns, der uneigennützigen Haltung zum Wohle aller, dass wir darüber nachdenken, reflektieren. Und zu diesem Zweck stellen wir folgende Betrachtungen an. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gleich mitmeditieren. Es sind offensichtliche Dinge, aber es ist eine unübliche Art, sie zu betrachten oder sich damit auseinanderzusetzen. Egoismus wird hier verglichen mit einer chronischen Krankheit. Eine chronische Krankheit, also die wir immer mit uns schleppen, die uns immer Schwierigkeiten schafft und die auch noch zusätzlich eine Anzahl anderer Leiden mit sich bringt. Es ist oft so, dass bei chronischen Leiden muss man dann auch Medikamente nehmen und die haben Nebenwirkungen und das löst dann wieder noch andere Schwierigkeiten aus, etwas in dem Stil. Es ist eine innere Haltung, die uns nicht nur verunmöglicht, unsere spirituellen Ziele zu erreichen, sondern uns sogar schon daran hindert, uns überhaupt in diese Richtung zu entwickeln. Immer dann, wenn wir aus Egoismus handeln, ist es ein Widerspruch. Es kann uns nicht auf dem spirituellen Weg weiterhelfen. Von den Lebewesen, die in schrecklichem Leid und Terror ihr Leben fristen, bis hinauf zu hochentwickelten Yoginis und Bodhisattvas. Immer ist es eine Form von grobem oder weniger grobem oder subtilem Egoismus, der sie von Erkenntnis trennt, der sie von der Befreiung trennt. In dem Sinn ist Egoismus die Wurzel aller Mühsal, aller Schwierigkeiten. Im Grunde genommen, und das ist interessant, dass wir das wirklich sehen. Im Grunde genommen erreichen wir immer das Gegenteil dessen, was wir uns eigentlich von dieser Haltung erhoffen. Wir handeln aus egoistischen Motiven, weil wir glücklich sein möchten. Und das ist ein berechtigter Wunsch, das ist ein erstrebenswerter Zustand. Das sollten wir auch werden. Aber es ist gerade die Tragik in dieser Täuschung, zu glauben, Egoismus könne uns echt glücklich machen.
Er macht uns nicht nur im Moment einer Handlung oder in einer bestimmten Situation unglücklich, sondern ist zusätzlich die Ursache endloser negativer Tendenzen in uns mit all den unmittelbaren, nicht so hilfreichen Ergebnissen, die daraus kommen und auch mit zukünftigen karmisch leidvollen Auswirkungen. Mit anderen Worten, Egoismus ist immer die ungeschickteste aller Möglichkeiten. Und eigentlich ist es wahnsinnig schwer verständlich, dass wir immer und immer wieder auch recht spontan diese Haltung wählen. Was sind nun die positiven Auswirkungen des Altruismus, der Haltung zum Wohle anderer, zum Wohle aller Lebens? Die Überlegung, die Reflexion geht wie folgt. So wie Egoismus mit einer chronischen Krankheit vergleichbar ist, lässt sich Altruismus als wunscherfüllendes Juwel beschreiben. Ist nicht schlecht, ja? Als einen legendären Edelstein, der die Kraft hat, alle Wünsche zu erfüllen. Und genau das wollten wir ja doch schon immer. Also wir sind der Sache schon auf der Spur da. Es ist die Haltung des Altruismus und nur diese, die für uns und für alle Lebewesen Glück, Harmonie und Freiheit möglich macht. Sie ist das Elixier, das alles, was davon berührt wird, in Gold verwandelt. Jede unserer Handlungen, die dem Altruismus entspringt, schafft mächtige positive Energien in uns und um uns herum. Der Geist wird ruhiger und konzentrierter, das wollten wir auch schon immer. Wir werden respektiert, geschätzt, geliebt, wollten wir auch schon immer. Wir schaffen innere Heiterkeit und Harmonie, bewirken heilsames Karma für unsere Zukunft und erfahren wachsende innere Freiheit. Und es ist eigentlich offensichtlich, wenn es nicht mehr so wichtig ist, wie das für mich rauskommt, dann ist enorm viel mehr Raum da, ist viel mehr Freiheit da. Der tibetische Lama Thubnyeshe drückte dies folgendermaßen aus. Er sagte, wenn wir uns selber glücklich machen möchten, sollten wir Liebe und Mitgefühl üben. Wenn wir andere Lebewesen glücklich machen möchten, sollten wir Liebe und Mitgefühl üben. Es ist diese Haltung, die auch Harmonie in ihrer Umgebung schafft. Sie motiviert uns tatsächlich, das Wohlergehen der Lebewesen anzustreben. Und dadurch wird unsere Praxis offener, weiter. Es ist die Wurzel, die Ursache der Haltung der Bodhisattvas. Shantideva stellt fest, dass alle Freude dieser Welt ein Resultat des Wunsches ist, andere glücklich zu sehen. Während alles Leid dieser Welt aus dem Verlangen entsteht, nur sich selber glücklich zu machen. Interessant, ne? Alle Freude dieser Welt ist ein Resultat des Wunsches, andere glücklich zu sehen. Und alles Leid dieser Welt entsteht aus dem Verlangen, nur sich selber glücklich zu machen. Und in diesem Sinne fährt er fort, was brauche ich noch viel zu erklären? Die kindischen arbeiten nur für ihren eigenen Vorteil, die Buddhas arbeiten zum Wohle der anderen. Schaut euch nur den Unterschied an. Was ich eben interessant finde an dieser Reflexion, ist nicht, dass es darum geht, dass wir gut sein sollten, sondern fast paradoxerweise ist es so, sogar wenn wir wirklich echt egoistisch sind, ist die beste Wahl, die beste Lösung Altruismus. Wenn wir wirklich schauen, was uns wirklich am meisten hilft, ist es gerade die altruistische Haltung. So wie wir für den Bau eines Hauses ein starkes Fundament erstellen müssen, braucht es für die Entwicklung von Bodhicitta eine solide
Grundlage. Und die nächste Kontemplation hat mit diesem Fundament zu tun. Alle Menschen, alle Lebewesen, die unserem Ich und Selbstgefühl zu helfen scheinen, ihm momentane Lust verschaffen, sind Freunde, sind meine Kinder, meine Partner, meine Freunde, meine Landsleute und so weiter. Wir haften an ihnen mit Körper, Geist und Seele und ohne zu zögern, ohne allzu viel zu zögern, engagieren wir uns in ungeschickten, in unheilsamen Handlungen zugunsten dieses Selbstgefühls oder zum Vorteil derer, die wir als auf unserer Seite erleben. Alle, die unserem Ich oder Selbstgefühl zu schaden scheinen, ihm Leid verursachen, sind Feinde, Konkurrenten, Gegner oder einfach Ungeliebte. Ihnen bringen wir eher Unwille entgegen, der einem ständig schwelenden Feuer ähnelt. Es ist eine Art Aversion, die sich sogar oft auch gegen Objekte oder Situationen richten kann, zum Beispiel gegen das Wetter, je nachdem, gegen den Verkehr, gegen den Staat und vieles andere. Und die dritte Klasse, alle, die in keiner Beziehung zu unserem Ich oder Selbstgefühl zu stehen scheinen, sind die uns Gleichgültigen, deren Wohl oder Leid uns so ziemlich egal ist. Wir finden diese Haltung oder diese drei Haltungen in uns selber und auch überall sonst im Leben, von ganzen Völkern bis zu winzigen Tieren. Sie sind in den Menschen vom Säugling bis zum Greis immer wieder zu finden. Die folgende Kontemplation ist der Versuch, diese Haltung grundlegend zu verändern, zu einer Haltung, die alle Lebewesen als gleichwertig erfährt, sie gleichermaßen akzeptiert und damit ein Fundament für Bodhicitta legt. Und das Ausebnen des emotionellen Terrains hier bedeutet nicht einfach Gleichheit oder Gleichgültigkeit, sondern Gleichwertigkeit. Diese und die nächste sind die Kontemplationen, wo die voraussetzen, zum Teil zumindest, dass man annimmt, dass wir durch zahllose Leben hindurchgehen. Wenn ihr damit nichts anfangen könnt, könnt ihr die gut auch weglassen. Wir überlegen uns, dass wenn wir unzählige Leben seit anfangslosen Zeiten in Betracht ziehen, dann sehen wir, dass alle und jedes Lebewesen bereits in jeder möglichen Beziehung zu uns gestanden hat. Es gibt sofort, reißt das die Perspektive aus. Schon fast ein bisschen, kommt einem schon fast ein bisschen zu nahe, wenn man sich das ausmalt. In unzähligen anderen Leben standen unsere Feinde uns so nahe, dass unser Glück von ihnen abhing. Aber auch sogar in diesem einen Leben können wir oft beobachten und erfahren, wie nicht nur Freunde oder gar Geliebte zu Feinden werden. Immer mal hört man das wieder, wenn man über Scheidungen oder so hört, wie erbittert diese Kämpfe sein können in zwischen Menschen, die sich so wichtig waren. Und es ist immer wieder eindrücklich zu wissen, dass das uns allen immer mal wieder geschehen kann. Das zu sehen. Aber auch umgekehrt, dass Feinde zu Freunden werden können. Und manchmal auch plötzlich, innerhalb Stunden oder Minuten. Wir können uns auch überlegen, klar machen, dass die Leiden, die uns ein sogenannter Feind zufügt, in Wirklichkeit das karmische Resultat unserer eigenen früheren negativen Handlungen sind. Das ist auch sehr interessant. Können wir der Person nicht mal die Schuld zufügen? Weil wenn wir diese karmischen Ursachen nicht gemacht hätten, könnte uns das nicht passieren. Das Umgekehrte trifft zu auf unsere guten Freunde. Auch die waren mal unsere schlimmsten Feinde, haben uns unterdrückt, gekränkt, bestohlen, verletzt, vielleicht gar getötet. Bis zum Tag, wo wir vom Kreislauf von Geburt und Tod frei sein werden, wird dies auch immer wieder geschehen. Aber auch in diesem Leben, selbst innerhalb recht kurzer Zeitspannen, geschieht es immer wieder, dass Freunde zu Feinden werden und umgekehrt.
Warum sollten wir also Freunde als besser, besonders, besser als die anderen betrachten? Die Betrachtungen sollen uns helfen, Projektionen des Feindbildes und damit unsere Aversionen etwas loszulassen. Und die andere Kontemplation soll uns helfen, die ganzen rosa Brillenprojektionen auf unsere Geliebten in ein realistischeres Licht zu rücken und damit ein Stück weit von unserem Haften loszukommen. Und in gleicher Weise können wir uns daran erinnern, dass all die unzähligen Fremden, die uns egal sind, deren Schmerz oder Wohlergehen uns unberührt lassen, uns in der Vergangenheit geholfen haben und uns sicher mal wieder in der Zukunft helfen werden. Jetzt braucht es manchmal nur ein paar Worte zu Menschen, die uns bisher egal waren oder vielleicht Menschen, die wir im Retreat sehen, die wir wirklich komisch finden, wie die gehen oder wie die irgendwas tun oder sie sind uns wirklich egal. Und am Schluss 3-4 Sätze und wir finden, Mensch, das ist ja ganz, habe ich gar... Hallo? Wir knüpfen engen Kontakt. Auch hier ist es eigentlich völlig unangemessen, sie zu vernachlässigen oder sie zu ignorieren. Es braucht Übung, recht konsequente Übung dieser Sichtweise der Gleichwertigkeit, um sie mehr und mehr zu unserer Haltung zu machen. Es ist eine Grundlage zur weiteren Entwicklung. Die nächste Stufe ist auch die, die alle sehr komisch finden, aber sich am längsten daran erinnern, besteht darin, alle Lebewesen als unsere Mutter zu sehen, ja, an diesem Tag heute. Auch diese Kontemplation hat entsprechend der Tradition das Prinzip der Wiedergeburt zur Voraussetzung. Und sie ist sicher wirkungsvoller, wenn wir davon überzeugt sind, dass wir tatsächlich seit anfangsloser Zeit durch die Runden von Geburt und Tod irren. Ich werde sie einfach mal durchgehen, ja? Wenn wir alle vergangenen Leben seit anfangsloser Zeit in Betracht ziehen, sehen wir, dass sämtliche Lebewesen zu gewissen Zeiten und in gewissen Formen, wahrscheinlich in vielen verschiedenen Formen, unsere Mutter waren. Wenn wir immer schon alle da waren und durch all die Runden gegangen sind, seit anfangsloser Zeit waren wir, warst du auch meine Mutter, Werner? Eine eigenartige Vorstellung. Aber wer weiß? Über diese Gegebenheit wird immer wieder reflektiert. So lange, bis man wirklich alle Lebewesen als Mutter sieht. Und wenn wir das uns das vorstellen, besonders an einem Tag wie heute, am Muttertag, ja, das Muttertag heute, kriegt man auch mehr und mehr das Gefühl, dass jeder Tag Muttertag ist. Aber es geht nicht darum, ja. Die Auswirkung dieser Kontemplation ist die, dass, ja, wenn wir unserer Mutter begegnen, sehen wir sie, erkennen wir sie offensichtlich als unsere Mutter. Wenn wir nur irgendeinem Lebewesen begegnen und dieses sogleich als unsere Mutter erkennen, dann haben wir diese Form oder diese Art der Praxis vervollkommnet. Die Tibeter, die gehen dann noch viel weiter, als es dann auf Hunde anzuwenden und auf Ameisen. Und wenn da eine Ameise kommt und ich sehe sofort, dass das meine Mutter ist, das ist also doch faszinierend, weil das könnte ja sein. Wenn wir uns nur einen Moment lang vorstellen, dass das vielleicht doch ja möglich ist, das ist schon sehr eindrücklich, ja. Problematisch für viele, irgendwie ist das für Asiaten oft keine Problematik, aber für uns oft, ist, wenn wir halt eine schwierige Beziehung haben zu unserer Mutter oder zu unseren Eltern, also ist immer oft der erste Einwand, der noch kommt vor dem Einwand in Bezug auf Wiedergeburt.
Vielleicht ist mal sicher klar, dass die ganzen Übungen hier nicht dazu da sind, uns vorzumachen, unsere Mütter seien perfekte Wesen gewesen. Es ist eine Übung, die uns helfen kann, unsere Haltung zu den Lebewesen zu verändern. Man kann auch die weglassen, man kann die beiden weglassen und all die anderen sind immer auch noch wirkungsvoll. Was interessant ist, dass wenn wir die Übung der Gleichwertigkeit aller Wesen sehen und die, wo wir alle Wesen als unsere Mutter sehen, das ist bereits ein qualitativer Unterschied. Die erste Übung schafft Frieden und Gleichgewicht in unserer Beziehung zu den Lebewesen. Die zweite bewirkt bereits ein Gefühl der Nähe, der Verbundenheit. Und als nächster Schritt erinnern wir uns an die Güte der Mutter oder wer immer das war, der für uns gesorgt hat. Und auch die Güte aller Lebewesen. Es genügt nicht, sie als Mütter zu sehen, sondern wir können darüber reflektieren, was sie alles für uns getan haben. Natürlich könnten wir alles auch darüber reflektieren, was wir oft tun, was alles nicht okay war an ihnen, aber es wird uns nicht helfen, die Haltung zu verändern. Und ich glaube, das wollen wir auch klar sehen. Wir kontemplieren über diesen Teil, der uns hilft, nicht über den, der niemandem was bringt. Wenn das okay ist für uns, können wir über die Güte unserer eigenen Mutter zuerst reflektieren. Zum Beispiel darüber nachdenken, dass während der Schwangerschaft sie vorsichtig war und rücksichtsvoll im Hinblick auf mich, das werdende Kind. Die Schmerzen der Geburt vergaß sie gleich und erfreute sich an mir, als ob sie einen wertvollen Schatz gefunden hätte. Als Säuglinge waren wir völlig hilflos. Wir konnten uns nicht fortbewegen, wir konnten uns nichts beschaffen, was wir nötig hatten. Sie pflegte uns, ernährte uns. Und ihre Liebe war nicht eine Reaktion auf etwas, das wir für sie getan hätten, sondern war einfach der Ausdruck ihrer Liebe oder ihres Mitgefühls für uns. Beide Eltern gaben her, was nötig war, um unser Leben zu ermöglichen, finanziell, materiell, wollten sie das Beste für uns, schenkten uns ihre Aufmerksamkeit, ihre Zeit und mussten dabei und gaben dabei viele ihrer persönlichen Interessen auf. Wenn Kinder in Gefahr sind, sind Eltern oft bereit, ihr Leben zu geben. Sicher auch nicht immer im gleichen Maß. Mein Vater hat bis heute, wo er 91 ist, immer wieder gesagt zu meiner Schwester, die nie schwere Nierenprobleme hat, wenn du eine Niere brauchst von mir, kannst du sie haben. Und das kein Moment zweifelt, dass er das tun würde. Natürlich finden wir Eltern auch immer wieder mal lästig. Aber ihre Haltung war grundsätzlich geprägt durch Interesse an unserem Wohlergehen. Wir können auch einwenden, dass sie nicht immer nur aus Liebe zu uns handelten. Das ist wahrscheinlich wahr. Tatsache ist aber, dass der Vorteil immer wieder unser war. Ist es möglich, uns dafür erkenntlich zu zeigen? Und was heißt das, wenn alle unsere Mütter gewesen sind? Und wer mit Müttern Schwierigkeiten hat, kann diese nachfolgenden Überlegungen anwenden. In Tat und Wahrheit sind wir nämlich offensichtlich völlig abhängig von unzähligen Lebewesen. Ob sie nun unsere Mütter waren oder nicht, sind oder nicht. Und ich glaube, es ist eine der wirkungsvollsten Überlegungen und Meditationen für alle von uns in jeder Art von Praxis. Um der Erfahrung der Zusammengehörigkeit und der Einheit und der Verbundenheit aller Lebewesen näher zu kommen, können wir über unsere Abhängigkeit von ihnen und unsere Verbundenheit mit ihnen auf mannigfache Weise meditieren. An alles und an jedes, was wir im Leben brauchen, besitzen und genießen, haben unzählige Menschen und Tiere beigetragen.
durch Arbeit, durch Anstrengung, oft sogar durch ihr Leben. Wir leben ständig auf Kosten anderer. Und wir sind ständig in vielfältiger Weise von ihrem Wohlwollen, von ihrer Güte, von dem, was sie tun, von ihrer Arbeit, von ihrer Leistung abhängig. Und hier ist wichtig, dass wir immer wieder Beispiele nehmen und die durchgehen. Zum Beispiel können wir uns überlegen, was benötigt wird, um uns mit Trinkwasser zu versorgen. Es ist nötig. Hahnen drehen, Glas drunter, trinken. Ja? Es braucht frisches Quellwasser. Wir sind schon mal abhängig von Regen und Quellen. Es braucht Spezialisten, Spezialistinnen, Arbeiter, die Wasser fassen, die oft über weite, weite Strecken Rohre verlegen. Es braucht sicher noch viel mehr, das ich gar nicht weiß. Es braucht aber Grubenarbeiter, um Eisenerz zu gewinnen, und Arbeiter, die Erz zu Eisen verarbeiten und dann zu Rohren und zu Werkzeugen und Maschinen, die es braucht für diese Arbeit. Oder Menschen, die Kunststoffrohre fabrizieren, was immer es dazu braucht. Vielleicht sind auch Filter- und Verteileranlagen und deren Herstellung, deren Bedienung notwendig. Dann braucht es auch die Transportmenschen, Lastwagen, Transport. Es braucht Klempner für sanitäre Anlagen im Haus. Und mit sehr großer Selbstverständlichkeit öffnen wir dann den Wasserhahn und sauberes Trinkwasser fließt. Noch viel komplexer ist unsere Abhängigkeit von anderen bei der Ernährung. Und immer mal wieder an einem Tag, es braucht dann nicht jeden zu sein, aber ab und zu mal etwas zu nehmen, nicht mal eine ganze Mahlzeit, etwas, ein Kaffee, das Brot, die Teigwaren oder irgendwas. Und einen Moment, einfach zurückdenken, was das alles gebraucht hat, bis das hier ist. Und es ist endlos, verzweigt sich, man weiß fast nicht, wo anfangen. Und das einfach zu tun, an sich, öffnet in uns andere Perspektiven. Das sind alles Dinge, die wir schon wissen, aber die Tatsache, dass wir sie durchdenken, verändert etwas, berührt etwas. Um Brot, Gemüse oder Früchte auf dem Tisch zu haben, braucht es nicht nur Erde, es braucht Erde, Sonne, Wasser, Luft, also vollständiges Eingebunden und Abhängigsein von diesen Elementen. Es braucht auch die Arbeit von Bauern, Bäuerinnen, Gärtnerinnen, Landarbeitern, Müllern, Bäckern, Transporteurinnen, Händlerinnen, Verkaufspersonal und dann von unseren lieben Köchinnen und Köchen. Vorher noch die beim Job das Schnippeln und, sagt ihr, Pellen, Rüsten, wie man es dem sagt, ja. Aber es braucht auch Landmaschinen, Werkzeuge, es braucht Mühlen, es braucht Lastwagen, es braucht Backöfen, es braucht Rohmaterialien, auch Ingenieure, Techniker, Managerinnen, Hersteller, Arbeiterinnen, um Rohmaterialien zu gewinnen. Die ganzen Fabrikate herzustellen, ist unendlich verzweigt, was alles da dranhängt und aneinander hängt. Es ist nicht nur so wichtig und hilfreich, das zu tun, um unsere Eingebundenheit zu erfahren, sondern überhaupt, um die Vernetztheit allen Lebens klarer und klarer zu erkennen. Und wer Verständnis der nicht fassbaren, nicht selbst existenten, leeren Natur aller Dinge realisieren möchte, ist auch der ideale Zugang dazu. Diese unendliche Ursache und Wirkung, Vernetztheit aller Dinge und aller Lebewesen immer wieder zu durchdenken und darüber zu reflektieren. Wenn das Essen nun verzehrt und verdaut ist, verschwindet es wie ein Klo aus unserem Blickfeld. Ist damit in Bezug auf unsere Abhängigkeit von anderen der Fall erledigt?
Wiederklempner, die installieren sanitäre Anlagen, Kanalisationssysteme, die müssen unter der Erde gebaut und unterhalten werden, Abwasserreinigungsanlagen mit den nötigen Einrichtungen, mit fachgerechter Bedienung. Klärschlamm muss entsorgt werden, auch hier endlose Ketten von Menschen, auf die wir angewiesen sind für unser Wohl, für unser Wohlbefinden. Genau gleich mit Kleidung, Bekleidung, unterbezahlte Arbeitskräfte, Männer, Frauen und enorm viele Kinder auch, die schuften auf Baumwollplantagen der Dritten Welt. Fabrikarbeiterinnen stellen Stoffe aus Baumwolle, aus Schafwolle, aus Kunstfaser her, Näherinnen, Schneiderinnen, Maschinen, Hersteller und Bedienungspersonal, alle damit beschäftigt, Kleider für uns herzustellen. Leder, ja? Gürtel, Schuhe, Hüte von Kühen, von Pferden, von Seehunden, von unzähligen anderen Tieren brauchen wir, sogar wenn wir keine Pelzmäntel tragen. Dabei ist Licht, Strom, Kraft, Energie notwendig aus Elektrizitätswerken, Kraftwerken, aus Ölfeldern in fernen Ländern. Anfangslos, schier endlos verzweigte Ketten von Menschen und anderen Lebewesen, von deren Arbeit, von deren Bemühen, auch von deren Leben wir abhängig sind. Wenn wir das immer wieder durchdenken, nicht um uns dann schuldig zu fühlen, sondern einfach uns das überlegen, kann sich ein Gefühl der Dankbarkeit entwickeln und der Zusammengehörigkeit und des Erkennens, dass wir alle zusammen im selben Boot sind. Wir können vielleicht so viel Wertschätzung entwickeln, dass wir uns überlegen, wie es möglich wäre, uns für ihre Arbeit und all das, was sie tun, erkenntlich zu zeigen, all das, all diese Güte zu erwidern. Da alle Lebewesen, wie wir selber, frei von Leid sein möchten und glücklich sein möchten, wollen wir anfangen, auch ihre Schwierigkeiten zu sehen und versuchen, sie davon zu befreien und ihnen zu dem verhelfen, was sie sich wünschen. Und in dem Maß, wie wir erkennen und sehen, wie wir eigentlich von allen abhängig sind, letztlich schließen wir sie auch mehr und mehr alle mit ein. Wir tun das, bis ein echter Wunsch da ist, bis ein Bedürfnis da ist, wirklich alles in unsere Möglichkeit Liegende zu tun, um auch zurück, sagen wir, zurückbezahlen, was sie halt auch tun für uns. Diese Haltung ist bereits Bodhisattva-Haltung. Unser üblicher Stil der Dharma-Praxis ist wie ein Sonnenstrahl. Wenn der Diamant mal reinkommt, wird es ganz hell. Dunkle Räume werden erhellt, alles wird sichtbar. Bodhisattva-Praxis ist wie Sonnenlicht, das das ganze Land überflutet. Es ist enorm viel weiter. Sogar der gleiche Aufwand ist tausendfach wirkungsvoller, wenn er aus dieser Motivation herauskommt. Also aus der viel kleineren, die sich immer nur um sich selbst bekümmert und bemüht. Nächster Schritt, erarbeiten wir die Gleichheit zwischen uns und anderen. Der Indianer Edwin Laughing Fox sagte: Großer Geist, hilf mir, dass ich nie andere Menschen beurteile, bevor ich 14 Tage in ihren Mokassins gegangen bin. Ist auch diese Reflexion ist wieder wahnsinnig eigentlich banal. Was offensichtlich ist, was wir durchdenken. Und es wirkt, wenn wir es immer wieder mal durchdenken. Eigentlich mehr müssen wir nicht tun. Es ist nicht, dass wir uns dann noch zu einer anderen Haltung zwingen. Das Geheimnis ist, das immer wieder mal durchzudenken. Und das Durchdenken verändert etwas. Ihr könnt mitmeditieren.
Zuerst betrachten wir uns selber. Die Frage ist, was ist unser tiefster Wunsch? Was ist unsere größte Hoffnung? Was ist Triebkraft für alles tun? Was ist das, was wir wirklich möchten, wenn wir einfach gerade so wünschen können? Wir möchten nicht leiden. Wir möchten keinen Schmerz und keine Krankheit erfahren. Wir möchten nicht hungern. Wir möchten nicht Durst leiden, nicht frieren oder vor Kälte, vor Hitze verschmachten. Nicht mal ein bisschen, wenn es gerade ohne geht. Ja? Sicher möchten wir nicht frustriert werden, enttäuscht, deprimiert oder niedergeschlagen sein. Wir möchten nicht gekränkt, nicht respektlos oder lieblos behandelt werden. Ja? Vielmehr sind wir gerne gesund, vital, glücklich und schätzen es, von anderen geehrt, respektiert und geliebt zu werden. Wir haben sehr gerne körperliches Entzücken und Wonne, gut und genug zu essen und zu trinken und Komfort und eine schöne Umgebung. Wir schätzen Freude und Heiterkeit, Glück und tiefen Frieden. Und egal wie glücklich wir schon sind, noch ein bisschen mehr davon ist immer willkommen. Ja? Wie sieht das nun für andere Menschen aus, für andere Lebewesen? Das denken wir auch durch nicht, wir wissen schon, was jetzt kommt. Ja? Aber wichtig ist, dass wir das Gleiche nochmals durchgehen. Was ist Ihr tiefster Wunsch? Was ist Ihre größte Hoffnung und Ihre Triebkraft für alle tun? Was möchten die am liebsten? Auch sie möchten nicht leiden, sie möchten keinen Schmerz und keine Krankheit erfahren, nicht hungern, nicht Durst leiden, nicht frieren oder vor Hitze verschmachen. Nicht einmal ein bisschen. Sicher möchten sie nicht frustriert werden, enttäuscht, deprimiert oder niedergeschlagen sein. Sie möchten nicht gekränkt, respektlos oder lieblos behandelt werden. Vielmehr sind sie gerne gesund, vital und glücklich und schätzen es, von anderen geehrt, respektiert und geliebt zu werden. Sie haben gerne körperliches Entzücken und Wonne, gut und genug zu essen und zu trinken, Komfort und eine schöne Umgebung. Sie schätzen Freude und Heiterkeit, Glück und tiefen Frieden. Und egal wie glücklich sie schon sind, noch ein bisschen mehr davon ist immer willkommen. Ist uns klar, was einen Unterschied macht, ist das immer wieder mal systematisch durchzudenken. Weil es dann irgendwo tiefer ankommt. Manchmal, als ob wir es vergessen würden. Wir sind alle den gleichen inneren Bedingungen unterworfen. Und das ist im Grunde genommen genug, um sich um alle gleich viel zu kümmern. Wir sind nicht nur auf vielfältige Art und Weise abhängig von anderen Lebewesen, sondern tatsächlich ein eng verwobener Teil des einen Lebens. Die Vorstellung, ein Stück Leben zu sein, das nicht Bestandteil oder Anteil des ganzen Lebens ist, ist schlichtweg undenkbar. Hat keinen Sinn. Eine tragische Fehlwahrnehmung, wenn wir glauben, uns allein, unabhängig von anderen, vom Rest des Lebens, durch egoistische Haltungen und Taten glücklich machen zu können. Es gibt nur ein Leben, und das sind wir alle. Shantideva gibt ein Beispiel dazu. Wenn unser Bein verwundet ist und schmerzt, ist es dann vielleicht so, dass unsere Hand diese Wunde nicht pflegen sollte, weil ja das Bein leidet und nicht die Hand? Das wäre absurd, weil wir ja als Lebewesen ein Ganzes sind. Deshalb ist es selbstverständlich, dass die Hand das Bein pflegt. Soweit ist es ziemlich einfach nachzuvollziehen. Und er fährt fort und sagt, eigentlich können wir uns fragen, ob es nicht so sei, dass wir uns nicht um das Leiden anderer Lebewesen zu kümmern brauchten, weil es ja sie seien, die litten und nicht wir. Aber auch das wäre genauso absurd, weil auch in diesem Fall das Leben ein Ganzes ist. Die Schwierigkeit, die wir damit haben, ist, dass wir das in unserer Unwissenheit und Täuschung immer wieder nicht sehen,
wir nehmen eine scheinbare Trennung wahr, die nicht wirklich existiert. Es ist diese Art von Kontemplationen, die allmählich die Erkenntnis und die Erfahrung der Gleichheit zwischen uns und anderen entwickelt. Und aus dieser Erkenntnis heraus beginnen wir mit dem Austausch von sich und anderen. Nächster Schritt. Wir haben die Gleichheit zwischen uns und anderen erkannt und erfahren. Und es ist auch klar, dass nur eine echte altruistische Handlung in Richtung Bodhicitta führen kann. Und dann gehen wir den Schritt weiter, als ob wir jetzt diese scheinbare Trennung zwischen uns und anderen eindeutig überschreiten würden. Die Schwierigkeit ist hier, dass wir das irgendwie in Beispielen durchdenken müssen, damit wir dann für den Ernstfall vorbereitet sind, weil in der Hitze des Gefechts ist es oft zu spät, das schnell zu tun, schnell auf die andere Seite zu gehen. Oder wir wollen es dann nicht tun, sind nicht willens, es zu tun. Vielleicht können wir uns vorstellen, Samstagnacht, ich möchte möglichst rasch nach Hause und habe ein Taxi bestellt. Und die sagen 10 Minuten, bei uns sagen sie immer 10 Minuten. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Wird 10 Minuten dauern. Nach 30 Minuten ist noch niemand da. Ich möchte jetzt gern zu Hause sein. Ich bin müde, ungeduldig, irritiert. Ich rufe wieder an. Ich denke, die sollen sich beeilen. Sie sollen wenigstens korrekte Angaben machen, ja? Dass man weiß, woran man ist. Für Sekunden setze ich mich an die Stelle der überarbeiteten Frau in der Taxizentrale, Samstagnacht, ja, muss ziemlich anstrengend sein. Für ein paar Sekunden an die Stelle der überforderten Taxifahrer, der Samstagnacht arbeiten muss. Für ein paar Sekunden an die Stelle der anderen Leute, die auch angerufen haben und denen man auch gesagt hat, 10 Minuten, die auch warten und irritiert sind und auch endlich heimkommen müssen. Die äußere Situation bleibt die gleiche. Die innere Perspektive kann sich auf recht eindrückliche Art und Weise von ungeduldiger Verständnislosigkeit zu etwas mehr Mitgefühl verändern. Und der Trick ist, es einfach zu tun. Wir können trotzdem anrufen und sagen, hallo, sind schon 30 Minuten. Vielleicht können wir das mit einem anderen Tonfall tun, vielleicht fühlen wir uns anders dabei. Und vielleicht fühlen sich die anderen dann auch anders dabei. Oder können wir uns in die Situation der Direktorin einer chemischen Fabrik hineinfühlen, deren Produkte und Abwässer unsere Seen, unsere Flüsse, unsere Luft vergiften. Ein bisschen schwierig. Die vielleicht denkt, wenn wir es bis Ende Jahr nicht schaffen, endlich wieder schwarze Zahlen zu schreiben, bin ich geliefert. Und es wird sehr knapp werden, selbst wenn wir bei der Betriebssicherheit, beim Personal und beim Umweltschutz sparen und Abstriche machen. Hier geht es nicht darum, dass wir dann ihr fragwürdiges Tun akzeptieren müssen oder nichts dagegen unternehmen sollen. Aber vielleicht können wir ihren Lebenskampf etwas besser nachvollziehen. Das ändert die Dinge auch schon wieder. Oder wer Schwierigkeiten hat mit Autoritäten, sich in diese Situation versetzen. Oder man kann sich vorstellen, man sei ein Politiker oder an der Stelle eines Politikers der Art, die wir schwer oder gar nicht akzeptieren können und wollen. Mit seiner oder mit ihrer Konditionierung, ihrem Hintergrund, seiner Sicht des Lebens, seinen Belastungen und den Erwartungen eines großen Teils seiner oder ihrer Wählerschaft, ihres Volkes. Auch hier geht es nicht darum, dass wir diese Person dann bei den nächsten Wahlen die Stimme geben. Aber vielleicht finden wir auch hier eine versöhnlichere innere Haltung, selbst wenn wir äußerlich gegen die Person auftreten müssen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht zu dem stehen, was wir als hilfreich, als weise, als heilend erkannt haben.
dass wir auch zu dem stehen können, unsere Stimme erheben müssen, aber dass die innere Haltung dazu, dabei anders sein kann. Hier sehen wir, dass andere nicht nur genauso wichtig sind wie wir selber, sondern wir beginnen bereits zu erkennen, dass nicht nur vom Standpunkt der Praxis, sondern überhaupt vom Standpunkt des ganzen Lebens aus es sinnvoller wird, wenn wir die Sache aus einer weiten Perspektive betrachten, wo wir alle mit einbeziehen. Das ist eine andere Überlegung, die, glaube ich, auch Shanti Deva macht. Die beweisen soll, wie viel wichtiger eigentlich alle Lebewesen sind, verglichen mit mir. Das ist eine einfache Überlegung, sagt, ich selber bin nur ein einziges Lebewesen. Alle anderen, oder wir alle zusammen, sind unzählige. Es ist offensichtlich, wer wichtig ist. Wenn wir das echt nachvollziehen können, beginnt sich die Haltung dramatisch zu verändern. Es ist also nach dem ersten Schritt des Ausgleichens, dem des Gefühls der Nähe und der Verbundenheit wird nun die Trennungslinie zwischen uns und anderen überschritten. An dieser Stelle, ich weiß nicht, ob ich da immer noch wir sagen soll, oder wenn jemand diese so weit praktiziert, wird Mitfreude, wird Mitgefühl zu spontanen Regungen. Wenn wir dieses austauschen und manche dieser Reflexionen üben wirklich, ist es schon ganz wichtig, dass wir ein gesundes Selbstwertgefühl haben. Und das ist auch eine Schwierigkeit, die wir immer wieder gesehen haben bei Westlichen, die sich darin geübt haben. Weil es besteht größte Gefahr, dass das mangelnde Selbstwertgefühl infolge hoher Ansprüche noch mehr untergraben wird. Also ich müsste so ideal sein, ich bin es aber nicht, bin schon sowieso nicht gut genug und es ist offensichtlich, dass ich überhaupt nicht reiche. Aber es ist ja gut, wenn man sich selber runter macht und die anderen rauf. Und das ist überhaupt nicht die Idee. Aber es kann so schnell reinkommen. Also ist es schon im Umgang mit diesen Methoden wichtig, dass wir nicht Leistungszwang fördern und noch mehr Minderwertigkeitsgefühle entstehen lassen. Wenn wir das tun, werden wir früher oder später kompensieren müssen und irgendwie die hohen Ideale runterholen. Und man kann das, wenn man das sich überlegt, schon ein bisschen ansatzweise sehen. Es ist ja wirklich idiotisch. Ich meine, es ist ja nicht ganz realistisch, das. Es ist ein bisschen blöd. Damit man sich wieder ein bisschen okay fühlt. Und das ist natürlich nicht der Sinn dieser Sache. Es sind hohe Ideale, aber hohe Ideale, die uns inspirieren sollten, die uns auch irgendwie erheben sollen und nicht dafür da, uns noch kleiner fühlen zu lassen, als wir schon sind. Ich gehe trotzdem noch durch die zwei letzten durch. Nach dem Austauschen von sich und anderen üben wir als nächstes in dieser Serie das Nehmen und Geben, Tonglen, ist eine in der tibetischen Tradition viel gerühmte und häufig gebrauchte, häufig angewendete Methode. Man beginnt damit, sich alle Lebewesen vorzustellen oder viele unzählige Lebewesen. Sie sich wirklichkeitsnah, möglichst lebhaft im Raum vor sich vorzustellen. Die leiden unter den verschiedensten Schwierigkeiten, Konflikten, Unannehmlichkeiten, Schmerzen und Leiden des Daseins. Und als Ausdruck unseres Mitgefühls erzeugen wir uns in uns den Wunsch, sie von Leiden zu befreien. Das ist dann schon hilfreich, die ganzen vorhergehenden Kontemplationen gemacht zu haben, damit dieses Gefühl dann auch da ist. Mit dem Einatmen visualisieren wir nun all ihr körperliches und emotionales Leiden, das wir in Form von schwarzen Strahlen von den Lebewesen wegnehmen, worauf sie alle erleichtert und befreit sind. Und dann realisieren wir, wie wir das vorher schon getan haben, dass sie alle glücklich sein möchten und erzeugen in uns Metta, Liebe, Freigebigkeit
Und mit dem Ausatmen visualisieren wir all unser Glück, all unsere positiven Qualitäten und Tendenzen des Herzens, des Geistes, als strahlend weißes Licht, das sie alle berührt und ihnen körperliche und seelische Freude gibt. Wir haben das Leiden der anderen weggenommen und geben ihnen nun Glück und Freude. Eine Praxis, die man systematisch immer wieder übt. Vergleichbar mit Metta, komplexer und ein bisschen umfassender. Und es gibt eine Anzahl Variationen, Vervollkommnungen. Wir können denken, dass sie alle hungrig sind. Mit dem Einatmen nehmen wir Hunger von ihnen. Dann mit dem Ausatmen visualisieren wir alle Nahrung. Geshe Champalotro, einer meiner Lehrer, hat immer gesagt, you think Migro Shop, das sind die großen Supermärkte. All das Essen. Das hat der Supermarkt hat die immer beeindruckt im Westen. Und bis sie satt sind mit all den guten Dingen, die sie gern haben möchten. Wir können uns vorstellen, dass wir mit dem Einatmen all die Unwissenheit, die ihnen Leid erschafft, nehmen und befreiende Erkenntnis und Weisheit schenken. Tonglen, diese Meditation des Nehmens und des Gebens, erzeugt den Wunsch und Willen zu direktem altruistischem Engagement. Es ist eine anspruchsvolle Praxis und braucht viel Übung und ist sehr stark, sehr wirkungsvoll. Ist es nicht überheblich? Aber kann es nicht, gibt es nicht die Gefahr, dass ich sage, die sind unwissend und ich bin sozusagen, stelle mich drüber und werde ihnen mal ihr Unwissen wecken? Es ist wieder eine Frage der Haltung. Und ich glaube, das ist in dem Sinn auch schon sehr wichtig, dass wir diese Stufen echt durchgegangen sind, dass es halt Mitgefühl ist, das uns bewegt. Und ich glaube, an dieser Stelle wäre es dann schon auch klar, dass wir nicht das üben wollen. Das könnte man ja auch. Also ich könnte ja dann denken, ich bin ja wirklich toll, ich gebe euch all meine Weisheit oder so etwas. Aber ich glaube, das ist dann auch ziemlich offensichtlich schon. Also es kommt erst am Schluss, wenn man die ganzen anderen Sachen... Mit anderen Worten, es könnte eine Gefahr sein und es ist ganz sicher wichtig, dass wir immer wieder hinschauen, auch bei Metta, was die Haltung dahinter ist. Woher wir kommen und ob es wirklich Metta ist oder ob es wirklich Mitgefühl ist oder ob es eben Einbildung ist oder Stolz oder was immer. Gerade auch beim Mitgefühl kann das in jeder Form, kann das immer Hilfe an die armen Leidenden, nicht? Über denen ich ein bisschen stehe und von denen ich auch getrennt bin. Es ist ja immer ein Gefühl der Getrenntheit drin. Und das wäre dann idealerweise schon eigentlich durchschaut und in dem Sinn wäre die Verbundenheit schon erfahren durch die vorhergehenden Kontemplationen. Die nächste Stufe ist der vorzügliche Wunsch oder der höchste Gedanke, oder wie man das übersetzen könnte. Wir sehen, dass es vollständig erleuchtete Buddha sind, das ist ein Stück weit auch die Antwort auf deine Frage. Wir sehen, dass es vollständig erleuchtete Wesen, Buddhas sind, die optimal zum Wohl aller Lebewesen wirken können. Und wir erkennen einerseits, dass es an uns liegt, Buddha zu werden, um allen Lebewesen Befreiung zu helfen. Und hier kann man einen ähnlichen Einwand machen. Der Glaube, es liegt an uns, persönlich alle Lebewesen zu befreien, sei Ausdruck von Einbildung und von Größenwahnsinn. Aber auch hier, ich glaube, an diesem Punkt muss eine solche ich-bezogene Sichtweise eben schon überwunden sein und die dichte Identifikation mit sich, mit seinem Selbst eben schon durchschaut sein. Wenn das nicht der Fall ist, wird man sich auch tatsächlich überfordert fühlen. Das ist dann wie eine enorme Last, die man auf sich nehmen muss, die man gar nicht tragen kann. Und das ist dann auch ein Anzeichen, dass man sich mit bedeutend einfacheren Methoden üben sollte.
Es ist ein anspruchsvolles Niveau. Der höchste Gedanke oder der vorzügliche Wunsch ist der folgende. Wir erkennen, dass es an uns liegt, den Lebewesen zu helfen. Wir sehen klar, dass gute Gedanken und Übungen wie jene der Metta, der Karuna-Meditation, von Tonglen auch, diesem Nehmen und Geben, essentiell und zutiefst transformierend sind für die, für uns selber, wenn wir sie üben, aber trotzdem nicht genügen, die Situation der Lebewesen wirklich zu verbessern. Wir können jahrelang Tonglen machen. Das bedeutet nicht, dass es allen Lebewesen dann viel besser geht. Also würde mal schauen, sind sie alle schon okay jetzt? Und das müssen wir auch klar sein. Es ist eine Übung, um unsere innere Haltung zu verändern. Und uns auch nichts darüber vorzumachen. Sind wirkungsvoll für unsere eigene Entwicklung, werden das Leiden der Lebewesen aber nicht tatsächlich direkt lindern. Das heißt, dass wir also aktiv Verantwortung übernehmen müssen. Und da wir selber die Güte der Lebewesen empfangen haben, wieso sollten wir es anderen überlassen, sich erkenntlich zu zeigen? Es ist unsere Aufgabe. Das ist der perfekte Wunsch, der höchste Gedanke. Dazu fehlt es uns aber an wirklicher Erkenntnis und wirklicher Kraft. Und wir sehen, dass es die vollständig befreiten und verwirklichten Lebewesen sind, also Buddhas, die über die besten, die optimalen Möglichkeiten verfügen, den Lebewesen wirkungsvoll während endlosen Zeiten zu helfen. Deshalb wird die vollständige Erleuchtung der Buddhaschaft, diese Stufe, oder wie man das immer nennen möchte, diese Stufe höchster Verwirklichung, für uns definitiv und endgültig zur Richtung und Ziel. Nicht zu Anspruch, aber zur Richtung und Ziel. Zeit spielt dann keine Rolle mehr hier. Das ist unser Sinn und Zweck im Dasein. Dieser vorzügliche Wunsch ist echt fern von jeglichen eigennützigen Interessen und entspringt echtem Mitgefühl. Es muss eben echtes Mitgefühl sein, sonst ist es nicht dieser Wunsch. Der Verbundenheit und der Erfahrung von Einheit mit allem Leben. Und es ist aus diesem Wunsch, dass wirklich Bodhicitta erwacht. Dies ist die Geburt eines Bodhisattvas, eines Lebewesens, in welchem dieser Wunsch zu voller Blüte gelangt ist. Die vollständige Erleuchtung, die Vollkommenheit eines Buddhas, zum Wohle allen Lebens zu erlangen. Und das ist es, was im besten Sinne der Mahayana-Tradition mit der Bezeichnung Bodhisattva gemeint ist. Und dazu schreibt Shantideva, was ich am Anfang gelesen habe. Bodhicitta ist die beste Medizin zur Heilung der Krankheit dieser Welt. Sie ist wie ein Baum, der alle Wesen schützt, die erschöpft umherirren auf den Pfaden dieses bedingten Seins. Bodhicitta, diese Motivation und Absicht, allen Lebewesen zu helfen, ist ein außergewöhnliches Juwel des Herzens und des Geistes. Und ihre Geburt ist ein einzigartiges Wunder. Und dies ist der innigste Wunsch der Bodhisattvas. Die Lebewesen sind zahllos. Ich werde helfen, sie zu befreien. Die inneren Konflikte sind endlos. Ich werde sie beenden. Die möglichen Erkenntnisse sind unermesslich. Ich werde sie verwirklichen. Der Weg der Buddhas ist groß. Ich werde ihn bis zum Ende gehen. Shantideva gibt uns ein Bild von der radikalen Hingabe eines Bodhisattvas an die zahllosen leidenden Wesen. Er sagt, weil die Bodhisattvas sich daran erfreuen, die Leiden der Wesen zu lindern, steigen sie selbst zum Segen eines einzigen in die qualvollste Hölle hinab, so wie Wildgänse in das kühle Wasser eines lieblichen Lotusteiches tauchen. Das ist also Mitgefühl, Begeisterung und Hingabe ans Wohlergehen der Lebewesen, die dort zur überwältigenden Kraft
geworden sind. Auf dem Weg zur Heilung, auf dem Weg zur Befreiung allen Lebens in dieser Welt.